gerade frisch aus Miami gekommen. Waren zwar nur 3 Tage so, aber für mich in dem Hotel, wo ich war, wurde einfach Bad Boys gedreht, Bro. Wenn ich mich vor allem mit den Afroamerikanern unterhalte, man spürt einfach, dass man irgendwas gemeinsam hat. Ich muss euch ehrlich sein, ich glaube, Mexiko passt nicht so krass zu mir, Digga. Auch für mich ein bisschen Zeit hatte und ein bisschen mehr realisiert habe, was ich für mein Leben brauche, um mich wohlzufühlen. So. 1000 Leute im Internet das jeden Tag hinterfragt haben, dann fängt man auch an, das zu verteidigen, so, obwohl man vielleicht auch teilweise so denkt, wie die Leute einem im Chat schreiben zum Beispiel. Ich würde es mittlerweile fast als Manko bezeichnen, dass ich manchmal einfach zu motiviert bin, Digga. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. Skrr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 r
eigentlich für mich auch so entschlossen. Was heißt eigentlich? Es ist schon entschlossen, mehr oder weniger. Ich bin kein Fan von Entschließungen, na Mann. Aber Bro, ich muss euch ehrlich sein, ich glaube, Mexiko passt nicht so krass zu mir, Digga. Ich glaube, das passt nicht so krass zu mir, Bro. Ich muss euch ehrlich zugeben, so, ich vermisse voll viele Dinge hier. Das Geordnete, dass alles funktioniert, dass es läuft, Sauberkeit. So, ich liebe die Mexikaner, so, die haben das Herz am rechten Fleck und es sind echt sehr schöne Vibes, die man hier catcht, so. Aber ich schwör's dir irgendwie, I don't know, Bro, Alter, mir fehlt hier was extrem. Und das ist mir jetzt klar geworden, als ich wieder in Amerika war, so. Also, als ich jetzt in Miami drüben war, da ist natürlich auch nicht alles perfekt. Und da gab's auch voll viele homeless people und so, was mich auch selber emotional mitgenommen hat. Weil ich auch nie so viele auch Afroamerikaner gesehen habe, die einfach so auf der Straße pennen, Digga, in meinem Alter auch teilweise, weißt du so? Die sehen fresh aus, die sind jung und so und die haben einfach kein Money, fetzen sich mit Drogen voll, spinnen rum, schreien rum und so. Ist natürlich auch, hat auch seine Schattenseiten, definitiv. Ich habe auch in der Story gezeigt, dass da auch Shootings waren und so. Das gibt's natürlich in Amerika auch, aber das generelle, ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll, aber mir fehlt diese Sauberkeit, Geordnetheit, so dieses ein bisschen einfach Normalität. So hier in Mexiko ist alles irgendwie unnormal, Digga. Immer noch. Ich bin jetzt seit 8-9 Monaten hier und ich habe mich nicht richtig an das gewöhnt, so. Ich habe sehr viele geile Sachen hier, sehr viele nice Sachen hier und ich glaube auch, ich werde immer wieder hier hinkommen, weil es einfach geil ist, so. Aber langfristig zum Leben, Bruder, fühle ich mich irgendwie nicht so. Ich meine, es gibt auch, man kann sich jetzt natürlich hier Los Americas oder wie das heißt, es ist dann auch hier so eine Area, wo es dann auch alles clean ist und alles nice und du bist dann in deinem Building da und bist dann abgeschottet von dem normalen Leben in Mexiko und dann fühlst du dich auch geil, aber das ist es ja auch nicht, Bruder. Ich will mich ja irgendwie auch in dem ganzen Land oder in der Stadt wenigstens wohlfühlen, auch wenn ich mal Downtown gehe oder so. Weißt du, was ich meine so? Und es ist mir halt alles ein bisschen zu laut, nicht laut, aber zu... Ich bin schwer, so das auf den Punkt runterzubrechen, Dicker, aber ich weiß nicht, vielleicht versteht ihr das. Schreibt mal in den Chat rein auf jeden Fall. Vielleicht versteht ihr das, Dicker. So ein Ding ist das auf jeden Fall. Und deswegen muss ich jetzt mal schauen, wie es für mich persönlich weitergeht. Es war auf jeden Fall eine brutale Entscheidung, eine brutal gute Entscheidung, nach Miami zu gehen, weil ich da einfach auch für mich ein bisschen Zeit hatte und ein bisschen mehr realisiert habe, was ich für mein Leben brauche, was ich brauche, um mich wohlzufühlen, so. Weißt du, wie ich meine, so? Und hier fehlt mir zu viel davon. Und es ist aber auch kein Disrespect an die Mexikaner oder irgendwas, so. Null, Dicker. Ich bin so dankbar und auch, ja, dankbar und froh, dass die mich auch hier so gut empfangen haben, dass ich hier eine gewisse Zeit auch verbracht habe, so. Aber am Ende des Tages, Dicker, ist es nichts für mich zum 100% Leben einfach. Und das bin auch ich, weißt du, wie ich meine so? Ich bin schon immer so ein kleiner Spießer, auch ein bisschen und so. Und, Digga, so, das bin halt ich, Bruder. Es gibt genug Deutsche auch, zum Beispiel Justine, die lebt hier seit 6 Jahren so und die kommt damit voll klar, so. Das ist dann auch nice, aber jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, jeder Mensch hat andere Vorlieben. Yeah. Und deswegen... Ja, Mann, Dicker, das ist auch wichtig für mich, das auch mal euch oder hier online auch mal so ehrlich zu sagen, Dicker, weißt du, wie ich meine? Weil man hat schon auch immer das protected so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Sein Weg, weil ich jetzt nach Mexiko gegangen bin und 1000 Leute im Internet das jeden Tag hinterfragt haben, so, dann fängt man auch an, das zu verteidigen, so, obwohl man vielleicht auch teilweise so denkt, wie die Leute einem im Chat schreiben zum Beispiel, weißt du, wie ich meine, so? So. Und das war bei mir auch der Fall gewesen, Dicker, 100%. Und dann fängst du an, das zu protecten, aber denkst innerlich eigentlich so, ey, eigentlich so, Bro, hätte ich schon Bock, mal wieder das oder da oder Deutschland oder so, weißt du? Aber man ist dann so, das ist auch mein eigener Sturkopf irgendwo. Das heißt, ich meine so, mein eigener Sturkopf, der dann sagt so, ich muss das jetzt verteidigen, so. Nein, hier ist geil, hier ist alles besser, hier ist alles dies, das. So ist es eigentlich auch nicht so, weißt du, wie ich meine so? Das sind jetzt die Gedanken, die ich gerade habe. Ich bin gerade frisch aus Miami zurückgekommen und ich habe das jetzt offen und ehrlich mit euch geteilt. Was sagt ihr dazu, Freunde? Miami, beste Stadt. Ja, Mann, finde ich auch. Finde ich auch, Dicker. Also, was heißt beste Stadt? Das kann man jetzt so nicht... Ich war schon wieder so übereuphorisch und habe gesagt, Bro, ich bleib jetzt hier.
Das ist halt auch mein Ding, Bruder. Das ist auch mein Manko. Ich würde es mittlerweile fast als Manko bezeichnen, dass ich manchmal einfach zu motiviert bin, Digga. Ich bin manchmal einfach zu motiviert, Bruder. Ich gehe irgendwo hin und das gefällt mir und ich bleibe einfach da, Bruder. Ich muss selber lachen, Digga. Ich schwöre, ich muss selber lachen, Bruder. Die mich kennen, die wissen auch, wie ich bin. So. Der prägt Brother halt so, ne? Mich prägen die Sachen halt so extrem, dass ich dann sage, come on, man, let's go, Alter. So. Die Prägi-Vibes. Ich mach nochmal eine Story. Ich habe meine Erfahrungen hier gesammelt und ich habe hier auch gute Vibes mitgenommen, sehr gute, geile Menschen kennengelernt, so gute Sachen erlebt, eine gute Zeit gehabt, so, weißt du, ich will das auf keinen Fall irgendwie schlecht reden oder verteufeln, so, auf gar keinen Fall, Digga, wer weiß, wo es noch hingeht oder wo es nicht hingeht, Bro, man muss halt ehrlich zu sich selber sein und auf jeden Fall so, Ich würde, guck mal, dieses Reisen, ne, ich habe auch gestern saßen wir da in Miami vor meinem Hotel, wo übrigens fucking Bad Boys 3 gedreht wurde, eine Szene. In dem Hotel, wo ich war, wurde einfach Bad Boys gedreht, Bro. Und es sah auch so aus wie Tony Montana Vibes. Ein Bruder hat mir ein Video zugeschickt von Tony Montana Vibes, von dem einen Drogendeal läuft schief. Und es sieht genauso aus wie die Ecke, wo ich war, aber ich glaube, es sind 2-3 Corners weiter. Aber da, wo ich war, war auf jeden Fall Bad Boys 3, wurde da gedreht. Und da war eine Mitarbeiterin im Hotel, die war Argentinierin. Und mit der habe ich mich unterhalten. Ja, wieder die Argentinier krass angezogen da in Miami. Also ich habe bestimmt 4 Argentinier kennengelernt. Und mit der habe ich mich unterhalten und die hat gestern Geburtstag gehabt. Und dann hat die Feierabend gehabt um 11 und dann haben wir uns draußen hingesetzt und dann ist eine Freundin von mir gekommen und die hat dann Sekt dabei gehabt, dann hat die Sekt gepoppt und so, dann haben wir angestoßen auf ihren Geburtstag und so, war auf jeden Fall richtig geile Vibes. Dann ist noch ein Brother aus, wo kam der, aus Alabama noch dazu gekommen so und das war halt brutal nicer Talk mit dem Bruder, Alter, so. Und ich hab den voll ausgefragt, die ganze so, ey, how is it to live there and how you grew up and stuff, is it dangerous and weapons and boom, boom, boom. Und das war einfach, da ist mir auch so wieder richtig klar geworden und da habe ich realisiert, wie viel ich auch über Menschen gelernt habe, wie viel ich über Zwischenmenschlichkeit gelernt habe, gerade von anderen Ländern und Menschen, von denen du sonst nie was gehört hast, Digga. Da ist mir auch aufgefallen und klar geworden, dass wir auch in der Schule, wir lernen ja eigentlich gar nichts von anderen Ländern und Kulturen so richtig so. Wir gehen den ganzen Deutschland-Scheiß durch. Hitler, Mittler ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das kriegen wir voll reingepresst, auch in den Dokus und so. Aber so richtig, dass wir mal so ein bisschen richtige Geschichte auch aus anderen Kontinenten und so irgendwie beigebracht haben. So, null, Digga. Und man hat auch in Deutschland gar keinen Bezug richtig zu anderen Kulturen so. Weißt du, wie ich meine? Man hat gar keinen richtigen Bezug, das ist mir voll bewusst geworden. Und das finde ich extrem schade, weil ich glaube, wenn das die Deutschen noch mehr hätten, einfach diesen Bezug auch zu anderen Kulturen, zu anderen Kontinenten, zu anderen Ländern und ein bisschen ihr Mindset aufmachen würden, so, ein bisschen das Stöckchen aus dem Arsch ziehen würden, ein bisschen mehr gönnen, ein bisschen mehr Liebe zeigen und so, dann, Bro, Deutschland ist nice, Digga. So, weißt du, Deutsche sind auch geil, Digga. Ich mag Deutsche brutal, Digga. So, ich bin ja auch selbst halb Deutscher. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist einfach brutal schön. Ich habe so viel hier drin und hier drin mittlerweile. Also ich habe hier so viel aufgesaugt, Digga. Ich habe so viele Wege von Menschen gehört. Die haben mir das erzählt, was mir vorher nie so richtig bewusst war, Digga. Weißt du, wie ich meine so? Wie teilweise Menschen nach Amerika gekommen sind auch. Ich habe mich mit einem Venezuelaner unterhalten. Und der kann zum Beispiel das Land nicht mehr verlassen, weil er politischer Flüchtling ist. Und Amerika hat, also politisches Asyl hat er in Amerika bekommen. Und der kann das Land nicht mehr verlassen. Aber, also er kann das Land schon verlassen, aber er darf dann nicht mehr zurück. So. Und er hat mir auch von seinem Weg erzählt, über wie viele Länder der gegangen ist, dass er überhaupt nach Amerika gekommen ist. So, es gibt auch voll viele Illegale da. So, und ich weiß nicht, auch hier in Mexiko habe ich mich mit voll vielen Leuten unterhalten. Auch jetzt zum Beispiel mit Justine, die seit 6 Jahren hier lebt, ihren Weg,
was sie so erlebt hat, warum die hier ist. Und das kann mir keiner mehr wegnehmen. So. Und das hätte ich niemals bekommen, wenn ich einfach nur in Deutschland einfach so da geblieben wäre und mein Ding da gemacht hätte, so weißt du. Da wäre der Fokus nur, und das muss ich sagen, da muss der Fokus wieder auch mehr hin, aber da wäre der Fokus nur auf Geld, Materialismus, vorankommen, bam, 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 so. Man hat gar keine richtige Zeit für anderen Menschen mal zuhören, Liebe teilen, irgendwie einfach Geschichten auch sich reinzuziehen, die mal outside von der Box sind, in der wir da in Deutschland leben, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist eine Sache, die hat mich auf jeden Fall geprägt, motherfucker, wie eine Münze, Digga, Beijo.